Du GX95 versus Samsung Galaxy A10, viele von euch schwanken zwischen den beiden Handys. In diesem Vergleich treten beide Smartphones gegeneinander an. Ich stelle die unterschiedlichen Merkmale der Produkte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Smartphones unten verlinkt. Design. In der Kategorie Design gewinnt das Galaxy A10 knapp mit 51 zu 48 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 8 Gramm leichter, 0,5 mm dünner, 0,2 mm schmaler, 11,1 mm kürzer und 12,4% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm gewinnt das Du GX95 eindeutig mit 55 zu 43 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 2,6% höhere Auflösung, 5,2% größere Bildschirmgröße und besitzt bruch- und kratzfestes Glas. Das Galaxy A10 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 2,6% höhere Pixeldichte. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Galaxy A10 eindeutig mit 87 zu 67 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 2,2-fach schnellerer Prozessortakt, 16 GB mehr interner Speicher, 14 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 170 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz, nutzt Big-Little-Technologie, 384 GB mehr externer Speicher unterstützt, 0.1 neuere Version von OpenGLS und 0.9 neuere Version von OpenCL. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das Galaxy A10 mit 49 zu 39 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI und es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Das Du GX95 kann auch punkten und hat folgende Vorteile. 31% mehr Megapixel der Hauptkamera und es hat eine Doppelobjektivkamera. Audio. Beim Punkt Audio ist das Galaxy A10 mit 58 zu 50 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. Ein Mikrofon mehr. Akku. Im Bereich Akku gewinnt das Du GX95 eindeutig mit 65 zu 48 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 28% mehr Akkuleistung und unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften ist das Du GX95 mit 69 zu 68 Punkten haarscharf vorne. Das Galaxy A10 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Samsung Galaxy A10 das Du GX95 mit 50 zu 40 Punkten eindeutig. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen, für welches Handy ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.